Ja, weil das hier sollte da eigentlich alles eingesammelt werden. Also bis auf die beiden Leichen. Ich habe ja den Order richtig gegeben, oder? Matthews? Dwarfs get Matthews vom Outside. Und Dwarf save all, ja. Muss ich erst auch noch die Vermin Remains einschalten? Nö. Okay. Dann mache ich die Vermin Remains wieder raus. Also das heißt, sie sammeln auch draußen die toten Ratten und Eidechsen und so ein, was unsere Marder später, wenn wir welche mal welche haben, alles gefressen haben. Beziehungsweise was sie davon übrig gelassen haben. Und unsere Karawane verlässt uns. Gut. Ah ja, stimmt, wir haben jetzt Essen und Plants und wie ich sehe, wurden schon Plumpemets gegessen. Die sollten allerdings verbraut werden. Und du solltest Fine Meals produzieren, so. So ist unser Pur, genau, der ist damit beschäftigt, was zu brauen. Unsere Drinks gehen nämlich langsam zur Neige. Wie sieht es eigentlich mit Raw Fish aus? Ist nicht mehr viel da. Oh, das heißt, der nächste Schritt, sobald wir da ausgehöhlt haben, ist unsere Farmen in Anlauf zu bringen. Und wir haben schon ja, dafür haben unsere Plants verbraucht, dafür haben wir jetzt wieder mehr Dwarfenwein, was gut ist. Und wir haben 30 Prepared Meals schon. Ja, also Essen brauchen wir uns jetzt nicht mehr so schnell Sorgen machen. Ich hätte vielleicht noch Strawberries und so kaufen sollen, anstatt Klopf. Aber ich denke mal, wenn ich von meiner Bude selber ein bisschen sammle, also Designation Plant Gathering mache, kommt nicht viel dabei rum. Das kann doch nicht sein, hier sind doch auch Plants. Komm schon. Na, viel ist da nicht. Wahrscheinlich, weil gerade Winter ist. Ja, es ist früher Winter. So, da verlassen uns die Händler mit ihren Karren. Das hier dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber es klappt. Währenddessen kann ich ja schon mal planen, wie ich am besten hochkomme und wie weit ich hoch muss. Ja, da kommen die Händler angefahren. Entweder die Ebene ist schon zu hoch. Okay. Und wie ich die Ebene dann am besten bebaue.
Also erstmal möchte ich eigentlich hier hinten irgendwo. Hier komme ich genau auf die Mauer drauf. Das ist schon mal schlecht. Ich habe eine Idee. So, dazu meinen wir erst einmal. Ja, hier nochmal einen Dreiergang aus. Hier kommen jetzt Downward Stairs mit U. So. Und hier kommen Upward Stairs. Upward Stairs mit U und Downward Stairs mit J. So rum. Halt, halt. Dann geht's hier fast an die Wand. So. Und geht dann fast kerzengerade nach oben. Perfekt. Das muss ich mal kurz überlegen. Lass mich das mal kurz ein bisschen durchdenken. So sieht das okay aus. Mhm. Drei, dann würde hier der nächste anfangen. X'en wir das mal weg. Also. So, 1, 2, 3 und dann hier. Mhm. Also 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Dann 3 frei. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Dann wieder 3 frei. 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Und so. Das ist okay. Dann kommen hier jetzt Upward Stairs hin. Obwohl, halt. Das ist jetzt wieder blöd. Das ist echt ein bisschen blöd jetzt. Weil ich möchte Folgendes haben. Ich zeige es euch mal kurz. So, sagen wir, hier sind 3 Platz. 1, 2, 3. So. Es kommt hier als erst. Kommt hier
ein 4x4 Raum hin. Dann natürlich drei Platz dazwischen. 1, 2, 3 für den Übergang. Dann kommt hier eine große Halle hin. So. Genau, ich mache einfach eine große Handwerkshalle. Das könnte ich auch machen. So. Eine große Handwerkshalle, sozusagen. Ich könnte das sogar noch zwei nach oben verschieben. Hups. Wenn ich das Ganze zwei nach oben verschiebe. So. Zwei nach oben verschiebe. Das ist jetzt alles nur mal Vorausplanung wieder. Das war falsch. Das ist richtig. So. Eins zu viel. Und zwar kommen dann... Ist das dann hier sozusagen die Haupthalle? Also... nein, hier ist Haupthalle. Also hier kommen die Workshops hin. Hier ist der Mittelgang, wo die Zwerge langlaufen. Vielleicht nicht ganz so nah am Eingang, ein Stück weiter rein. Kommt die große Handwerkshalle hin. Und das hier sind dann die Lager für die jeweiligen Workshops. Also zum Beispiel haben wir Mason und Stonecrafter, die kriegen von hier die Steine. Hier haben wir Carpenter und Bowyer, die kriegen von hier das Holz. Bonecrafter, Glas und so weiter. Das geht dann... Stück weit rein. Ja. Und eine Ebene tiefer haben wir hier auch noch. Nee. Eine Ebene tiefer kommen dann die Minen. Nicht die Minen, die Schmieden hin. Auch so ähnlich. Also die ganzen Öfen und... Ja, schlag mich tot. Was es noch so gibt. Wobei, die könnte ich auch ebenso gut auf die Etage machen. Vielleicht ganz hinten hin. Wobei, so weit kann ich eigentlich gar nicht. Wie weit könnte ich denn? Wenn ich jetzt hier, sagen wir, nochmal 2 weggehe, dass wir ein bisschen Symmetrie reinbringen. Und ich zwischen den Lagern jeweils 5 Platz lasse. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dann hier ein Lager mache. Wieder 1, 2, 3, 4, 5. Bin ich jetzt schon an der Grenze? Das heißt, ich könnte insgesamt 6 verschiedene Unterbereiche machen. Also Stein, Bone, Holz. Auf der anderen Seite Cloth, Glas, Leather. Und dann die Schmieden wirklich ein Stockwerk tiefer. Ja. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Und die, meine Lager verbinde ich ja auch. Auf eine bestimmte Art und Weise. Hier ist die Mitte.
Oh, das passt gar nicht. Ich habe vergessen, ich brauche hier 5 frei. So wie hier auch. 1, 2, 3, 4. Ups, da habe ich mich auch verkalkuliert. 1, 2, 3, 4. Also ja, die Kalkulation, die mache ich jetzt noch. Das wird etwas eng. Weil dann habe ich auch vor, die Hallen so zu verbinden. Also ich mache es jetzt erstmal, um es zu zeigen, mit der Halle hier, mit der ersten Halle. So. Wobei ich muss hier oben ja noch zwei anhängen. Hier muss ich übrigens eins wegnehmen. Na, das passt noch. Zwei, drei. Das heißt, ich muss hier zwei wegnehmen. Ja. So, das heißt, ich habe hier meine erste Halle. So, Designation. 1, 2, 3, ja. So, das ist die Halle. Hier kommen Türen hin jeweils. Also, dass ich 4 Türen jeweils habe. Das ist so mein persönlicher Stil. Baustil. So. Da stimmt was nicht ganz. So, jetzt passt die Halle auch. Das stimmt, ist die Mitte. So, dann fehlt noch die Stützlast. War so. Und dasselbe auf der anderen Seite. So. Hier ist dann Platz für mehrere Werkstätten und dann wird das Ganze genauso abgetrennt durch so einen Türengang. Genau, so. Und das sind dann meine großen Handwerkshallen nachher. Also hier kommt dann ebenso so ein Konstrukt hin. Und so weiter. Ja, das war der Plan. Das heißt, ich kann hier ein Stück von der Treppe noch abreißen. Also von dem Gang und kann hier Up and Downstairs machen. Genau. Jetzt gehen wir mal nach oben und gucken. Und ja, hier oben ist alles frei. Das heißt, wir können uns ruhig hier ein paar Treppen nach oben graben. Sagen wir erstmal bis hierhin. Wobei eins höher sollten wir schon noch. So mindestens. Und da müssten wir immer noch nicht hoch genug sein. Genau. So, jetzt müssten wir aber. Ja, jetzt sind wir auf der Ebene. Und zur Not gehen wir halt noch eine Ebene höher. Ja. Da ist nämlich so der Plan. Wie viele Ebenen haben wir jetzt? Die Ebene hier ist okay. Auf der Ebene haben wir wie viel Platz?
Ja, hier könnten wir dann unsere Administrationssachen und unsere Studies und so dann einrichten. Hier kommen unsere Kasernen hin. Obwohl, vielleicht sollte ich die Kasernen sogar. Nee, hier kommt der Fallengang lang. Ja, genau. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht aus Versehen hier die Treppen angraben. Das ist dann schlecht. Das heißt, hier können wir Küchen und so hinbauen. Und hier dann hoffentlich. Nein, hier könnten wir Küchen hinbauen. Hier wahrscheinlich eher nichts. Hier können wir Küchen. Und hier dann hoffentlich Farmen. Ja. Gut, so viel dazu. Erstmal zur Vorplanung. Ich hoffe mal, das klappt soweit. Vielleicht wäre Deep Soil doch besser gewesen. Aber gut. Oder ich überlege mir bis dahin nochmal, ob ich es nochmal versuche mit dem selbstgemachten Farmen. Das geht wahrscheinlich wesentlich einfacher. Aber ja, bis dahin gibt es jetzt erstmal einen Cut. Also, bis dann.